zweite Folge Hot Seat mit Spielen tun 6 Spieler, nämlich der Vincent spielt einmal mit. Genauso wie auch mitspielt der Millionaire Man, unser Alex. Glockenherm spielt auch wieder mit. Bari ist dabei. Lilithus spielt ebenfalls mit. Und neu dazukommen ist der Zirinox Twitch. Diese 6 Leute werden sich jetzt dieser Runde Hot Seat stellen und mal gucken, wer von den beiden ausgewählt wird als erstes spielen. Zufallsgenerator an. Als erstes spielt nämlich. Hey! Der Vincent darf anfangen. Ich erkläre die Regel nochmal für alle. Also 15 Fragen gibt es zu gewinnen. Müssen sie zu beantworten. Die Million steht natürlich ganz oben. Wir fangen einfach an mit 100, 200, 300, 500.000, 1500, 2,5, 4, 6, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, eine Viertelmillion und dann die Millionenfrage. Das Spiel funktioniert wie folgt. Die ersten 5 Fragen sind an einem Zeitlimit von 20 Sekunden zu beantworten. Dann die nächsten 5 Fragen bis Frage 10 sind mit 40 Sekunden Zeit zu beantworten. Die oberen 5 bis zur Million hin, die gibt es zu spielen mit jeweils 60 Sekunden Zeit. Jetzt kommt Folgendes ins Spiel. Hot Seat funktioniert folgendermaßen. Vincent, du als Erster spielst so lange, wie du kannst, bis du sagst, ich will die Frage nicht beantworten. Dann hast du einen Joker, nämlich den Pass. Der Pass-Joker erlaubt es dir quasi aus dieser Warteschlange zurückzugehen ins Publikum-Joker, in Publikum und dich hinten wieder anzuschließen. Dein Nachfolger muss dann die Frage spielen, die du spielst. Beantwortet einer oder auch derjenige meinetwegen sie falsch, fällt die höchste Gewinnsumme auf dem Geldbaum raus. Demzufolge wäre die Million weg und für keinen erreichbar, das höhere wären die 250.000. Und so geht es immer weiter für jeden, der rausfliegt. Jeder, der rausfliegt, gewinnt kein Geld. Und der letzte Spieler des Abends gewinnt entweder 1.000 Dollar oder die Million, bis hin zu den Betrag, der halt eben oben seine letzte Frage ist. Achtung deswegen, denkt dran, euren Pass-Joker früh genug oder entsprechend Pass einzusetzen. Wenn ihr zu spät passen solltet, kommt ihr gegebenenfalls nicht mehr auf den Stuhl und könnt quasi nichts gewinnen. Ihr könnt bei Frage 1 passen, bei Frage wo auch immer ihr wollt. Außer die letzte Frage. Wenn ihr die letzte Frage spielt, muss diese beantworten, weil passen wäre da eigentlich sinnlos und das würde auch keiner machen. Deswegen, das sind die Regeln. Ich starte mit den ersten 5 Fragen. Ich wünsche dir alles Glück und toi 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 natürlich auch. Und wir starten mit Millionaire Hot Seat. Erste Frage, 20 Sekunden Zeit. Du siehst die Fragen plus die Antworten im Chat. Sobald im Chat Antwort D auftaucht, läuft die Zeit. Alles klar? Dann starten wir jetzt. Wie nennt man die Signalhupe auf Krankenwagen und Polizeiautos? Ist es Nebelhorn, Wunderhorn, Matterhorn oder Martinshorn? Final Leerzeichen, Großbuchstabe, weißt du ja. Du hast A geschrieben. Könnte von vorne sein, nicht den Teig rausfliegen lassen. Das ist Martinshorn. Du musst dich beeilen. Erstmal, der Buchstabe muss A groß sein und B, du musst antworten, wie gesagt, wie schon eben. Du musst antworten, sobald im Chat der Buchstabe die vierte Antwort auftaucht. Nicht auf den Stream drauf achten. Achte nicht auf den Stream, achte auf den Chat. Achte auf den Chat. Sobald D drin steht, läuft in 20 Sekunden runter. Da kannst du sagen 20, 19, 18, 17, dass du weißt, welche Zeit du bist. Ich hoffe, eigentlich, wie gesagt, der Streamchat müsste keinen Delay haben, aber gut. Das war jetzt mal wieder die Ausnahmehilfe. Wir gehen jetzt mal auf 200. Schnitzereien erhalten ihre Form oftmals. Umfang. Flächeninhalt. Seitenlänge. Oder Antwort D. Durchmesser. Das D musst du groß schreiben, das vom Final. Das D musst du groß schreiben. Aber richtige Antwort. Okay. 300.
Wer in Kopfhöhe ein Exemplar von Ficus carica zu nahe kommt, der streift womöglich mit dem Antwort A, Kinnhaken, Antwort B, Faustschläge, Antwort C, Ohrfeigen oder Antwort D, Arschtritte. Ohrfeigen. Richtig. Wir schauen auf Frage Nummer 4 für 500. Der finanziell etwas klammende Modelleisenbahnfreund fragt sich im Spielzeugladen möglicherweise, ob ich mir noch eine, Antwort A, steifer Hals, Antwort B, krummer Rücken, C, weiche Leiste oder D, dickes Knie. Weiche Leiste, richtige Antwort. Und wir schauen auf Frage 5 für 1000. Die lautet: Zeitungsanzeigen werden gebremst, gekuppelt, geschaltet oder beschleunigt. Fünf Sekunden, 4, 3, 2. Puh, das war gerade noch eine Zeit drin, Lifeline, sehr gut. Du passt also. Demzufolge wird als nächstes die Frage der Bari gestellt. Bari, für dich die 500 Dollar, die 1000 Dollar Frage ebenfalls. Zeitungsanzeigen werden gebremst, gekuppelt, geschaltet oder beschleunigt. Bari, die Zeit läuft ab jetzt. Schneller ging's nicht. 1000. Demzufolge ein Spieler vor Untergang bewahrt. Ein anderer ist dran gekommen. Die 1000 Dollar gibt es für jeden Fall für einen von euch heute Abend. Das heißt, 5 Fragen erledigt. Wir haben noch die Millionen im Spiel drin, das ist schon mal sehr gut. Und wir spielen als nächstes um 1500 Dollar. Und diese 1500 Dollar Frage hat 40 Sekunden Zeit. Sie lautet wie folgt: Zigtausende Verliebte haben in Köln eine Luxus-Suite im Dom, eine Burg in der City, ein Schloss am Rhein oder eine Villa im Hafen. Die berühmt-berüchtigte Brücke mit den vielen Schlössern. Richtige Antwort. ...2500. Diese Frage lautet: Emma Gonzalez wurde zum Gesicht der amerikanischen Jugendlichen, die in jüngster Zeit verstärkt demonstrieren gegen die US-Waffengesetze, sexuelle Belästigung, die Mexiko-Mauer oder legalisiertes Cannabis. Lifeline, dann Bari, das war's mit dir. Nächster Mann. Diese Frage geht an Glocken Emma Thesis. Emma Gonzalez wurde zum Gesicht der amerikanischen Jugendlichen, die in jüngster Zeit verstärkt demonstrierten gegen die US-Waffengesetze, sexuelle Belästigung, die Mexiko-Mauer oder legalisiertes Cannabis. 40 Sekunden ab jetzt. Und Glocken muss die Frage beantworten. Die US-Waffengesetze. Wie kommst du da drauf? Mexiko-Mauer. Das ist klar, das macht damit gegen doch quasi hier vor allem geraten. Oh, interessant. Legalisiertes Cannabis. Ist es nicht dort sowieso schon? Ich habe keine Ahnung. Sexuelle Belästigung. Passt zu Frauen zwar.
Lustigerweise, trotz des Ratens, ist Antwort A, US-Waffengesetze, richtig. Sehr gut. Demzufolge, Glocken, du hast deinen Passwort frei gespielt. Du kannst deinen jetzt nach Belieben wieder nutzen. Wir gucken uns Frage 8 an. Für 4000, die Million ist immer noch im Spiel, Freunde. Das läuft sehr gut. Frage 8, 4000, lautet wie folgt. Unter Zugzwang in der ursprünglichen Bedeutung leiden vor allem Schachspieler, Kettenraucher, Karnevalisten oder Berufspendler. Der ursprünglichen Bedeutung nach. Lifeline. Er will passen. Dann, das war's von dir. Dankeschön. Und diese Frage geht an Linetos gestellt. Unter Zugzwang in der ursprünglichen Redebedeutung leiden vor allem Schachspieler, Kettenraucher, Karnevalisten oder Berufspendler. 40 Sekunden ab jetzt. Kettenraucher unter Zugzwang der ursprünglichen Bedeutung nach? Ich hatte gehofft, du würdest was anderes einloggen. Es ist leider der Schachspieler. Demzufolge ein Drama für alle. Die Million ist weg, aber es gibt noch 250.000 zu holen. Und demzufolge Alex. Unser Mann am Berg. Alex ist wieder dran. Und zwar mit der Frage. 8000. Wo steckt Astrid Lindgrens Michel seinen Kopf rein und bekommt ihn nicht mehr raus? Ist das Keksdose? Ist das die Milchkanne? Ist das Suppenschüssel? Oder ist es Gummistiefel? Hey, mir ist eine Pistole geschossen. Und richtig vor allem. Gut. Dann 6000. Wobei handelt es sich um den Fisch des Jahres 2015? Hussecke, Hörtchen, Huschen oder Haffel? Du kannst noch passen, wenn du willst. Du kannst noch passen. Lifeline. Dann, Dankeschön. Cyrenox kriegt die Frage ab. Cyrenox, für dich, 6000 Dollar Frage. Wobei handelt es sich um den Fisch des Jahres 2015? Hussecke, Hörtchen, Huchen oder sind Huchen einfach oder Haffel? 40 Sekunden laufen. Doch, da habe ich wohl verstanden. Egal. Antwort D, Haffel. Es wäre Antwort C gewesen. Huchen. Es ist C. Tut mir leid. Dann gehen wir zurück zu Vincent. Vincent hat keinen Passjoker mehr. Er war schon dran. 9. Frage 6000 lautet wie folgt. Welchen Titel tragen seit dem 13. Jahrhundert die Prinzen des spanischen und portugiesischen Königshauses? Garant, Infant, Ibero oder Dauphin? Sind es Dauphin? Dauphin? Ja. Komm, Vincent, überleg. Infant.
Was mit Handy echt schwer. So, also trotzdem machen wir 40 Sekunden Zeit. Du sagst, es ist Infant. Ibero ist falsch. Dorfin D ist auch falsch. Garant oder Infant? Garant oder Infant? Richtige Antwort ist B. Demzufolge sind wir wieder von der 10. Frage. Noch 4 Stück gibt es, 4 Kandidaten noch im Spiel. Das heißt, im Prinzip, Vincent hat die Chance auf 100.000. Dann haben wir noch hinten sitzen. Hoppla. Dann haben wir, Bari hat die Chance auf 50.000. Sein Nachfolger Glocken hat die Chance auf 20.000. Und Alex hat die Chance noch auf 10.000. Frage 10. 40 Sekunden Zeit lautet: Houston ersetzt Hathorn in der jüngsten Neuverfilmung von. Da haben wir Antwort A, Der Weiße Hai, Antwort B, Casablanca, C, Ben Hur oder D, Vom Winde verweht. Du kannst nicht mehr passen, du musst die Frage spielen. Aussteigen gibt's wie gesagt nicht. In Ben Hur, sagst du. Ob das gewusst war? Es hätte so eine schöne Runde werden können. Und sie geht zum Glück noch weiter. Super. 10.000 sind somit gewonnen. Naja, nicht wirklich. Jedoch sind es nur noch 3 Fragen. Das heißt, demzufolge können wir uns schon mal für die Folge vom Alex verabschieden. Denn er wird definitiv nicht mehr drankommen. Sind noch 4 Kandidaten, 3 Fragen, das geht nicht ganz auf. Das heißt, Vincent kann 100.000 gewinnen, Bari kann 50.000 gewinnen und Glocken hat noch die Chance auf 20.000. Frage 11, ab hier für die nächsten 5 Fragen, sind sie bis zur 100.000 Dollar Frage, gibt es jeweils eine Minute Bedenkzeit. Und wir gucken uns mal die Frage an. Frage 11 lautet: Wen spielte Stuart Granger in den Karl-May-Filmen der 60er? Old Firehand, Old Shatterhand, Old Surehand oder Old Rebel? Um 40 Sekunden noch Zeit. Old Surehand. Also wenn du nur am Raten bist, machst du das sehr gut. Bis hierhin. Aber tatsächlich ist selbst die Runde Raten gut gegangen. Das heißt, das war's auch diese Folge von Glocken. Demzufolge, Vincent kann 100.000 gewinnen und Bari spielt noch um 50.000. So. Frage 12 von 13 möglichen, beziehungsweise Frage 14 von 15 im gesamten Spielverlauf schon. 50.000 Dollar Frage. Lautet wie folgt: Welcher Tag liegt 2005 genau in der Mitte des Kalenderjahres? Genau in der Mitte des Kalenderjahres. 29. Juni, 30. Juni, 1. Juli oder 2. Juli? Da bin ich gespannt drauf.
noch 35 Sekunden Zeit. Der 30. Juni. Erste Frage, war 2005 ein Schaltjahr, ja oder nein? Zweite Frage, warum 30. Juni? Nochmal klar, wir haben 12 Monate, letzter Tag vom Juni oder der erste oder zweite Tag vom 7. Letzter Tag vom ersten Monat oder vom 6. Monat oder zweite oder erste Tag vom 7. Monat? 2005 war es leider der 2. Juli gewesen. So kurz vorm Ziel, dann noch rausfliegen. Schade drum, dennoch gut gespielt, Vincent. Sehr gut gemacht. Das heißt, demzufolge, Bari kriegt die letzte Frage für 50.000 gestellt. Und die Frage lautet wie folgt. Wer wurde Ende 2000 Ministerpräsident Rumäniens? Antwort A, was? Comăneci. Antwort B, Tiriac. Antwort C, Raducanu. Oder Antwort D, Nastase. 60 Sekunden Zeit. Er sagt B, Tiriac. Du hast 55 Sekunden Zeit gehabt. Stimmt, was bei der schnellen Antwort, das wäre geraten gewesen, so oder so. Weil ich wüsste es natürlich auch nicht. Comăneci ist es nicht. Zum Glück. Raducanu wäre ein lustiger Name, aber nein. Aber leider Gottes ist es auch nicht Tiriac. Es wäre Nastase gewesen. Demzufolge sind es 1000 Dollar trotzdem geworden. Und das war schon die zweite Folge Hot Seat. Tja, mal gewinnt man, mal verliert man. Das Format ist schnell. Und trotzdem hoffentlich hat euch beiden Spaß gemacht. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns wieder zur Folge Nummer 3 von Millionär Hot Seat. Bis dann, auf Wiedersehen.